Der schlichte Name SK2 zeugt von einer ganzen Menge englischen Understatements. Denn nüchtern oder gar ernüchternd ist das Segelerlebnis mit diesem Geschoss nun wirklich nicht. Doch die 5,60 Meter messende SK2, die bei den erfahrenen Bootsbauern von Ovington Boats entsteht, segelt nicht nur rasant. Bei anfangs leichter Brise zaubert sie am Wind schon über 6 Knoten auf die GPS-Anzeige, sondern wartet mit einem technischen Leckerbissen auf, der sonst nur den Großen vorbehalten ist. Ein 1,27 Meter tiefgehender Neigekiel lässt sich bis jeweils 45 Grad zur Seite schwenken. Das davor befindliche Schwert sorgt für Kurstreue. Das Neigen geht ganz einfach mittels der gut erreichbaren Taillen. Der Effekt eines nach Luft geneigten Kiels ist sofort deutlich spürbar. Mehr aufrichtendes Moment und mehr Speed sind die Folge. Einfach ist übrigens das gesamte Handling des Bootes. Daher lässt es sich auch gut allein segeln. Und das selbst mit dem 36 Quadratmeter großen Gennaker. Bei zunehmendem Wind jagt die SK2 so schnell los, dass das Begleitboot kaum hinterherkommt. 14 Knoten sind am Ende Tagesbestwert. Übrigens, der Neigekiel kann mit Hilfe einer Schottaille aufgeholt werden. So lässt sich die SK2 einfach wie eine Jolle von der Rampe slippen. Immerhin 35.600 Euro kostet eine segelfertige SK2. Darin enthalten sind Kohlefasermast, Foliensegel, Straßentrailer und Slipwagen. Somit steht dem schnellen Feierabendkick nichts mehr im Weg.